Ja, hallo Heike, schön, dass du hier bei mir zum Kaffee bist. Erinnerst du dich noch, als wir vor knapp einem Jahr miteinander auch hier zusammengesessen sind und ich habe dir von den Ketonen erzählt? Ich habe ja selber auch exogene Ketone genommen und für mich war das ein Wechsel komplett in meiner Lebensqualität. Und du hast dann danach auch gestartet mit den exogenen Ketonen. Und mich würde jetzt Wunder nehmen, wie das für dich als Fibromyalgie-Patientin, wie das so war, der Start und wie das sich nachher angefühlt hat, die nächste Zeit. Ja, ich bin eigentlich ein kritischer Mensch und ich habe mir dann gedacht, okay, was man nie probiert hat im Leben, kann man auch nie sagen, es funktioniert, und ich bin sehr offen für alles. Und wenn man so mit Schmerzen geplagt ist und mit Energiemangel, den die Fibromyalgie beinhaltet, dann ist man froh um jeden kleinen Zweig, der einem gereicht wird, dass man Ja. vielleicht was hat. Und dann habe ich halt gestartet und habe mich auch ordentlich ketogen ernährt. Das heißt, ich bin dann radikal, entweder richtig oder gar nicht. Und habe dann eben Kohlenhydrate und Zucker radikal weggelassen. Und man könnte das ja auch mit Low Carb machen. Ich habe gedacht, wenn schon, denn schon, dann richtig, dann spüre ich es auch. Jawohl. Ja, das habe ich bewundert. Das muss ich sagen, du hast wirklich die Sache angepackt und direkt auch gerade die Ernährung komplett umgestellt. Das muss man auch mal machen. Aber schlussendlich möchte ich wissen oder gerne wissen, wie lange hat es denn so gedauert, bis du eine Wirkung gespürt hast? Ja, durch das radikale Weglassen hatte ich halt am Anfang so ein bisschen, der Magen-Darm hat sich gemeldet, so ein bisschen wie grippeähnliche Zustände. Das war so nach 14 Tagen, knapp 3 Wochen, war das dann komplett weg, und es hat sich verändert in der Zeit. Und ich habe halt dann auch mit der Zeit, bei längerfristiger Anwendung, habe ich gemerkt, dass eben dieser Fibronebel weggeht, dass mir diese Matschbirne, wie man so im Fachjargon sagt, wenn du morgens aufstehst, wie wenn du abends im Ausgang die Nacht durchgezecht hast oder sowas, und so hat man sich halt den ganzen Tag gefühlt, dass das Wow. Gefühl weg ist und dass ich einfach wahnsinnig viel Energie mit der Zeit gekriegt habe. Wie war es denn mit den Schmerzen? Sehr unterschiedlich. Also kann man jetzt manchmal sagen, es ist besser, manchmal sagen, ist noch zu wenig. Aber ich würde mal sagen, nach einem Jahr, allein schon diese 15 Kilo, die ich jetzt runter habe, als schöner Nebeneffekt, Super. macht schon viel aus auf der Glieder, und es hat sich schon verändert. Es ist immer wieder, jeder Tag ist anders. Jawohl, das ist klar, aber das ist ja immer bei allen Menschen so, denke ich. Aber 15 Kilo, ich kann mir vorstellen, das ist natürlich ganz ein anderes Lebensgefühl. Man fühlt sich auch beweglicher und ja, also ich kenne dich ja persönlich und ich sehe dich auch viel, viel am Laufen. Du hast Hunde und bist viel unterwegs. Hättest du dir das vorher vorstellen können, ohne die exogenen Ketone? Nein, also ich hatte vor Jahren schon mal rein ketogen mich angefangen zu ernähren, und es ist sehr schwierig, in so einem normalen Alltag das zu integrieren. Man muss also sehr aufpassen, und das funktioniert. Ich habe schon viele Ernährungssachen, und ich muss einfach sagen, das ist jetzt wirklich für mich die praktischste. Es ist einfach, es ist so als schöner Nebeneffekt nebenher, und eben die Energie ist Wahnsinn, dass ich. Mein Mann sagt immer, man muss mich jetzt bremsen eigentlich. Ich bin jetzt fast zu energiegeladen und kann zu viel ausführen, und auch den ganzen Tag, und ja. Ein vollbepackter Tag, also. Genau. Ja. Wie machst du es mit den exogenen Ketonen? Nimmst du eine ganze Packung oder nimmst du sogar zwei Packungen, weil die Firma selber ja zwei Packungen empfiehlt? Oder reicht dir eigentlich eine halbe Packung am Morgen und eine halbe am Nachmittag? Also es reicht, ich hatte mal eine größere Zeit lang zwei genommen, um zu gucken, ob der Test, ob das was verändert. Jein, es verändert sehr wenig. Also eine Packung reicht vollständig, auf 2,5 Liter aufgeteilt, und das gehört jetzt zu meinem Lebenselixier dazu. Ja, das geht mir auch so. Ich könnte mir auch nicht mehr Nein, vorstellen ohne. also. Wirklich, das tut, glaube ich, jedem Mensch gut, auch wenn man gesund ist oder wenn man halt andere gepressen hat. Schlussendlich tut es wirklich jedem Mensch gut. Das kann ich also auch bezeugen. Ja, danke schon mal für deine Offenheit, Heike. Was ich jetzt zum Schluss noch gerne hätte, so ein vielleicht ein Schlusssatz an alle, speziell jetzt Fibromyalgie-Patientinnen. Was würdest du ihnen empfehlen oder was würdest du so einen Abschlusssatz vielleicht sagen?
Also ich weiß ja, was Fibromyalgie auslöst. Ich habe sehr viele Bekannte, ich habe sehr viele Freunde, denen es sehr, sehr schlecht geht. Und ich weiß auch, dass das noch weiter schlechter wird. Und ich kann nur jedem empfehlen, probiert das. Man kann nichts verlieren. Geld gibt man auch anderweitig anders aus, unsinniger. Richtig. Und das ist für die Gesundheit und wirklich nur zu empfehlen, macht das und nehmt das Zeug und probiert das. Sehr gut, jawohl. Und falls jemand jetzt Fragen an dich hätte oder jemand, ja, dürfte sich sicher bei dir melden, da könnten wir ja dann sicher irgendeinen Kontakt herstellen, weil du bist jetzt wirklich ein Profi in Sachen Fibromyalgie und auch die exogenen Ketone. Genau. Danke vielmals für das Interview.